Hallo Freunde und willkommen zurück zu SimCity. Beim letzten Mal, ja, da hatten wir unsere Stadt ein bisschen zur Natur vorbeigekommen. Oh, schön. Ja, haben wir an unserer Stadt ein bisschen was verändert. Wir haben, glaub ich, die Ärzte, hier die, das Erzbergwerk fertiggestellt. Die brauchen jetzt neue Leute. Und dann das Handelsdepot, damit wir so ein paar Weltmarktlieferungen machen können. Die stellen neue Leute ein. Wie sieht's denn aus? Pendeln zu den Betrieben in der Stadt. Schön. Verfügbare Jobs. Okay, wir brauchen definitiv noch mehr Wohngebiete. Was haben wir denn sonst noch für Ziele? Ein Bahnhof für den Personenverkehr. Schicken Sie Arbeiter zum Großprojekt. Versorgen Sie Anlage mit Metall. Und stellen Sie eine Müllhalde auf. Der Müll wird ja exportiert. Da ist unsere Polizeiwache. Was sagt denn? Okay. Klatschen wir noch ein Polizeiauto hin, das mich nur 10.000 kostet. Das ist. Es sieht gut aus. Ich spare gerade Geld für ein großes Haus. Das ist schön. Sehr schön. Das hier sind. Kaufhaus, Kaufhaus. Ich mache einen ordentlichen Gewinn. Wenn wir mal hier weitermachen, was sind denn das da für Straßen? Das weiß ich schon nicht mehr. Ich glaube, mittlere Dichte. Zumindest wollten wir mittlere Dichte haben. Sieht ein bisschen schief und krumm aus. Müssen wir bald neue Haltestellen dahin klatschen. Damit wir weniger Autos auf den Straßen haben. Wir müssen ja auch noch unsere Transporte hier durchschicken können. So, das heißt, hier müsste gleich wieder was gebaut werden. Wie sieht es denn hier aus? Wahrscheinlich, weil die keine Arbeit haben, oder? Ja. Arbeiter gebraucht. Das ist mir klar. Ich arbeite dran. Es wird hier gleich was gebaut. Hier, da sind schon die ersten Gebäude im Bau. Ich höre mal die Geschwindigkeit so. Wunderschön unsere Stadt. Ah, aha, da brennt es schon wieder. Ein verlassenes Gebäude. Hau weg. Die Feuerwehr löscht. Würden wir eine Uni bauen, könnten wir zum großen Bildungszentrum werden. Alle Studenten würden hierher strömen. Das ist wieder alles in Ordnung. Wie sieht's denn allgemein mit der Bildung aus? Nee, nicht, das ist nicht Bildung. Das hier ist Bildung. Angemeldete Bildungsniveau, die steigt schon mal. Zack. Kostet mir vielleicht einiges, aber. Dankeschön, Dankeschön.
So, jetzt sind noch ein paar mehr Angemeldete. Bastian, sorgen kein Abwasser mehr für mich. Das ist schlecht. ...64.000, na gut, dann müssen wir erstmal ein Abwasser-Endrohr bauen, aber... Bitte schon hier drüben im Industriegebiet. Gut, verschmutzen wir halt ein bisschen die Umwelt, aber egal, das Abwasser ist weg. Wir kümmern uns dann später drum. Wie wir das entsorgen, wenn wir 64.000 haben. Petition zum Bau genehmigt. Ach so, Bürgermeisterhaus darf ich bauen. Für den freundlichen Bürgermeister, der seinen Nachbarn gern einmal etwas Zucker leiht oder den Rasen mäht. Erhöht Grundstückspreise für mittlere Einkommensschicht halten, ja. Ist kostenlos. Dann klatschen wir es hier hin. Geschlossen, wir stellen neue Leute ein. Rathausmodul verfügbar. Ganze Buslagen einheimische Sims fahren zum Unterricht nach Figger irgendwas. Kommt noch eins daneben. Oh, mitten im Grundwasser. Och, nee. Verdammt. Ich brauche schnell etwas Geld. Damit wir diese dämlichen Abwasser-Endrohre hier wegmachen können und... Recyclinganlagen hinstellen. Pro Stunde kosten nämlich nur 400 und sind deutlich besser. Verschmutzt unser Grundwasser nicht so. Ja, wir können Eisenbahngleise verlegen, wenn wir wollen. Ein verlassenes Gebäude. Ihr wünscht euch Straßenbahnen. Na, ich habe doch so ein Straßen-Upgrade-Tool. Oder? Aua, das drückt auf die Geld. Das tut weh. Lassen wir hier mal ein bisschen den Straßenverkehr. Das tut zwar der Geldbörse weh, aber es ist notwendig.
Das passt schon irgendwie. So. Zwei Trümmer. Brand. Brand, okay. Hilf uns, sterben die Mitarbeiter weg. Ja, dann behandelt sie mir richtig. Ich kann nicht viel machen, meine Leute sind im Einsatz. Was braucht er denn? Später. Ihr kriegt bald einen Schubschrauber. Verspreche ich euch. Aber erstmal kümmern wir uns hier um das Abwasser. Wie sieht's sonst aus? Strom. Passt genau. Wasser. Ja, ich muss mal Wasser kaufen. Ne, ich nehme lieber den hier. Da ist noch was. So, passt. Das kriegen wir noch ein bisschen mehr in der Stunde. Was weiter? Ich verkaufe meine, um mir einen Traum auszubauen. Ja, finde ich gut. Wir haben Busse, das passt. Ja gut. Was soll ich da jetzt machen? Raubüberfall im vollen Gange. Polikasei. Da sind Verbrecher. Wo sind denn die meisten Verbrechen? Da? Ah, jetzt können wir hier endlich diese Abwasserentrohre entfernen. Hau weg. So, jetzt stellen wir eine Recycling, eine Kläranlage dahin. Danke. Wir stellen neue Leute ein. Ja, das ist gut. Oh, wir haben so viel Überschuss, aber den verkaufe ich nicht. Ne, den behalte ich für mich. So, wie sieht's denn jetzt eigentlich mit der Bodenverschmutzung aus? Ja, kann ich nichts ändern dran, dass sie da Bodenverschmutzung machen. Die sind bei der Arbeit. Und die hier... Gehen wir da raus. Lagerung. Ah, Lieferung. Kann ich schon die Erweiterung bauen? Eine Schmelzhütte. Ne, die noch nicht. Schade. So, wir sind jetzt aber auch schon wieder am Ende. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.